New Yorks Energiehunger ist gewaltig. Zahlreiche Kraftwerke versorgen den Big Apple mit 11.000 Megawattstunden Strom pro Sekunde. Jede Unterbrechung der Energieversorgung hätte katastrophale Folgen für Millionen Menschen. Die Turbine verliert Energie. Ein Tag bei den Energielieferanten New Yorks wird zeigen, woher die Megacity ihren Lebenssaft bezieht. Guten Morgen, New York. Zeit für einen Kaffee, einen getoasteten Bagel, einen Anruf im Büro, einen Schweißbrenner, ein gebügeltes Hemd. Und um eine atomare Katastrophe zu verhindern. In New York dreht sich alles um Energie. Ein gigantisches Netzwerk von Stromkabeln, Dampfrohren, Gasleitungen und Handymasten befriedigt den Hunger der Metropole nach ständig verfügbarer Energie und weltweiter Kommunikation. Rund um die Uhr schicken die Kraftwerke unvorstellbare 345.000 Volt in eines der größten Stromnetze der Welt. Umspannwerke zwischen den 5 Stadtteilen setzen die Spannung herab und verteilen den Strom im 130.000 Kilometer langen Leitungsnetz. Im Atomkraftwerk Indian Point hat der Tag gerade erst begonnen. Und schon heulen die Sirenen. Alarm in Block 2. Der Reaktor spielt verrückt. Die uranhaltigen Brennelemente sind überhitzt. Zusatzpumpen einschalten. Die Pumpen laufen nicht. Die Kühlwasserpumpen funktionieren nicht richtig. Jetzt zählt jede Sekunde. Die Ingenieure kämpfen darum, eine Kernschmelze zu verhindern. Jetzt fließen 3000 Liter Wasser pro Minute. Doch hier droht gar keine Kernschmelze. Es handelt sich um eine der Übungen, die die Mitarbeiter von Indian Point alle 6 Wochen absolvieren müssen, um im Ernstfall vorbereitet zu sein. Achtung, die Übung ist beendet. Und New York steht weiterhin unter Strom. Indian Point liegt nur 55 Kilometer nördlich des Hudson River und liefert rund 20% des Strombedarfs der Megacity. Wir sind der größte Energieproduzent für New York City. 345.000 Volt erreichen Big Apple über die Hochspannungsleitungen. Alle Kraftwerke erzeugen Strom mit Hilfe einer Kraft, die eine Turbine antreibt, die wiederum einen elektrischen Generator antreibt. Wir nutzen dafür die Kernspaltung. Ein Uranatom absorbiert ein Neutron. Dadurch wird es instabil und zerfällt in 2 Atome. Bei der Spaltung wird Energie freigesetzt, und zwar in Form von Wärme. Wir nutzen diese Wärme, um im Reaktor Dampf zu erzeugen. Der Dampf wird in diesen riesigen Zylindern komprimiert. Damit werden die Turbinen angetrieben und Strom erzeugt. Kernenergie ist ein kontroverses Thema, wenn es um Sicherheit und Umweltschutz geht. Radioaktive Abfälle strahlen viele tausend Jahre lang und können unabsehbare Schäden verursachen. Der Atommüll wird in Indian Point in Wassertanks oder festen Behältern auf dem Gelände gelagert. Tom Vitale glaubt, dass es Alternativen gibt. In unseren abgebrannten Brennelementen stecken noch 90% nutzbarer Energie. In den USA werden sie normalerweise nicht wieder aufbereitet. In Frankreich oder Japan ist das Routine. Wir müssen also nur beobachten, was andere mit ihrem Atommüll machen. Neben dem Kernkraftwerk Indian Point sind Öl- und Gaskraftwerke wie die Astoria Power Station in Queens die wichtigsten Stromversorger New Yorks. Die 24 Kraftwerke erzeugen 80% der benötigten Energie. Astoria allein beliefert 1 Million Haushalte. Dieses Kraftwerk arbeitet mit fossilen Energien, vor allem mit Erdgas. Die Emissionen sind also deutlich geringer als bei einem Kohlekraftwerk. New York verlangt absolute Versorgungssicherheit. Wenn die Stadt einen bestimmten Energiebedarf hat, müssen wir 2 Energieträger verbrennen, Gas und Öl. Sollte es einen Engpass bei den Gaslieferungen geben, sorgt die ölbasierte Stromerzeugung dafür, dass die Lichter trotzdem nicht ausgehen.
Wie Indian Point arbeitet Astoria mit Dampf. Doch anstelle von Atomkraft wird die Wärme hier mit Öl und Gas erzeugt. Das Kernstück der Anlage sind 5 etwa 30 Meter hohe Kessel. Heute ist einer ausgefallen und die Männer sollen ihn reparieren. Wir schweißen ein neues Rohr an. Wir müssen darauf achten, dass der Abstand genau stimmt, damit kein Leck entsteht. Wenn die Anlage wieder in Betrieb geht, werden durch die 32 Rohre pro Stunde 32.000 Kubikmeter Gas strömen und die Temperatur wird auf 1.100 Grad Celsius ansteigen. Im Kessel wird es extrem heiß, da möchte man nicht drin sein. Wir reden über einen 14 Meter großen Feuerball. Das Erdgas wird in gigantischen Kesseln verbrannt. Dadurch wird gereinigtes Wasser erhitzt und in Dampf verwandelt. Der Dampf steht unter hohem Druck und treibt eine Turbine an. Die Turbine ist mit einem Generator verbunden, der die mechanische Energie der Antriebswelle in elektrische Energie umwandelt. Wir verwenden Salzwasser aus dem Fluss, um unsere Dampfturbinen zu kühlen. Es läuft durch eine Reihe von Filtern, die verhindern, dass Lebewesen oder Objekte aus dem Fluss ins Kraftwerk gelangen. Kürzlich haben wir einen Fuß gefunden. Man sieht hier alles, was im East River rumschwimmt. Tom McKinney und John Gary überwachen eine Anlage, die so groß wie ein ganzer Straßenzug ist. Die Messinstrumente melden ihnen jede Veränderung von Temperatur, Wasserdruck und Brennstoffzufuhr. Man will natürlich verhindern, dass es irgendwo zu einem Stromausfall kommt. Das ist unsere größte Angst. Zehn Stunden Langeweile und 10 Sekunden Megastress. Die Finanzmetropole New York braucht Energie, um den globalen Handel in Schwung zu halten. Zeit ist Geld und ohne moderne Kommunikationsmedien läuft hier gar nichts. Die jährlichen Handyrechnungen der New Yorker belaufen sich auf umgerechnet 8,75 Milliarden Euro. Das ist der Preis, den die Megacity für ihren hohen technologischen Standard zahlt. In Bedminster, New Jersey, in AT&T's Global Network Operation Center, kurz GNOC, überblickt Chuck Kirshner eine der modernsten Kommunikationszentralen der Welt. Egal ob Mobiltelefon, Festnetz, Surfen im Internet oder Kreditkartenzahlungen beim Einkauf, das gehört alles zu unseren Aufgaben. Kann ich den zuständigen Manager für New York sprechen? Die Spezialisten verfolgen hier den Datenaustausch über Mobiltelefone sowie aus dem Festnetz. Dafür steht ihnen die größte HD-Wand der Welt zur Verfügung. Sie ist 3,60 Meter hoch, 75 Meter lang und besteht aus 141 Rückprojektionsmonitoren. Einige davon sind für den Fernsehempfang reserviert. Nachrichten und Wetterkanäle sind unser Fenster zur Welt. Wir kriegen nicht viel mit, außer dass es irgendwo zu Verkehrsspitzen kommt. Sie liefern uns dann die Erklärung dafür. GNOC kann eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz vorweisen. 99,9% aller Telefonverbindungen kommen beim ersten Versuch zustande. Doch wie sieht es aus, wenn das Netz überlastet ist? Am Morgen des 11. September 2001 leuchteten 431 Millionen Anrufe auf den Monitoren auf. Man erkennt ein Muster angesichts der Katastrophe vom 11.9. Alle Anrufe versuchten, New York zu erreichen. Es war das größte Aufkommen an einem Tag, das wir je erlebt haben. In New York gibt es rund 10 Millionen Mobiltelefone. Das heißt, unter Umständen konkurrieren 10 Millionen Nutzer um eine Verbindung. Ein weiteres Problem sind Funklöcher. Für ihre Beseitigung ist Robert Manzo zuständig. New York ist die schwierigste Stadt im ganzen Land und vielleicht sogar auf der ganzen Welt, um ein Netz aufzubauen. Das liegt an ihrer Dreidimensionalität. Es gibt den vertikalen Raum über der Erde, den Raum unter der Erde und das Straßenniveau. Normalerweise werden Antennen vertikal montiert und decken große Gebiete ab. Das funktioniert fast überall, aber hier nicht, denn ein Drittel der Bevölkerung lebt im 15. Stock oder darüber. Diese Antennen sind horizontal angebracht, damit ein starkes vertikales Signal auch die Wolkenkratzer in New York erreicht. Doch was ist mit Funklöchern in kleineren Gebäuden, die von großen abgeschirmt werden? In Greenwich Village hat Robert Manzo ein Gebäude ausfindig gemacht, das genau die richtige Höhe hat, um einen guten Empfang zu gewährleisten.
Heute wollen Nick Pisuto und seine Männer eine Mobilfunkantenne auf dem Dach installieren. Es gibt nur einen Haken. Sie müssen bis 5 Uhr fertig sein. Und das wird eng, denn das schwere Gerät muss Stück für Stück aufs Dach gehievt werden. Wir müssen uns beeilen. Unsere Genehmigung endet um 5. Aber wir haben gute Leute hier. Um Werkzeug und Materialien aufs Dach zu schaffen, braucht Pisuto einen Kran. Aber den kann er nirgends aufstellen, denn kein New Yorker räumt freiwillig seinen Parkplatz. Wir nehmen jetzt unsere sogenannten Skates. Die hätten gestern auf die Schilder achten sollen. Mit 20 Minuten Verspätung ist der Kran endlich an Ort und Stelle. Wir sind soweit. Den Anfang macht das Werkzeug. Der Kranführer manövriert blind und verlässt sich völlig auf die Kommandos vom Dach. That's good. You want me to come straight down? Looking good. Steady down. Right on a dime. Bob and Jim. Perfekt. An der Dachluke vorbei, schon ist das Werkzeug an Deck. 20 Kranfahrten sind nötig, bis alles auf dem Dach ist, einschließlich der 10 Kabelschränke. Slow it down for me. Slow it down. And hold that right there, please. Jetzt kann sie nur noch eines aufhalten. Es regnet. Der Regen ist nicht das Problem, sondern das Gewitter. Die Arbeiter von ConAd sind für über eine 250.000 Kabelschächte und Strommasten in New York City verantwortlich. Ihre Arbeit beginnt auf dem Betriebshof. Meine Leute haben jeden Tag mit Notfällen zu tun. Wir kommen bei Stromausfällen, Feuer in den Schächten, Wasserrohrbrüchen oder Lecks in der Gasleitung. Wir haben reichlich zu tun. Hauptverkehrszeit auf dem Times Square. Wir versuchen herauszufinden, wie wir hier arbeiten können, ohne den Verkehr aufzuhalten. Alex Weinberg und Joe Giramonti wollen zwei Speiseleitungen miteinander verbinden. Sie führen zu einem neuen Umspannwerk in Manhattan, führen je 13.800 Volt und sollen die Stromversorgung im Geschäftsbezirk verbessern. An diesem Schachtdeckel kommt das Kabel aus der Richtung und geht in diese. Es ist eine ganz neue Leitung. Wir verbinden die beiden Enden. Sie bringt dann Strom in die Stadt und verteilt ihn dort, wo er gebraucht wird. Schachtdeckel sind die Eingangstore zur unterirdischen Welt der Erdkabel und Abwasserkanäle. Im Fall von Stromleitungen markieren sie die Anfangs- und Endpunkte der Kabelwege. Die Schächte liegen im Abstand von 60 Metern unter den Straßen. Jede Einstiegskammer misst 3,60 Meter mal 2,40 Meter. Die Kammern sind durch Kabelschächte verbunden. Hier hindurch laufen die Speiseleitungen, die dann über Transformatoren in die einzelnen Gebäude führen. Letzte Woche ist ein Typ in einem Schacht umgekommen. Für unsere Firma steht Sicherheit an erster Stelle. Das ist das Wichtigste, bevor wir anfangen. Ein Test. Die Lampe leuchtet, alles okay. Ein Kurzschluss in einem Nachbargebäude könnte alle Metallgegenstände unter Strom setzen. Spannungsprüfer sind daher ein Muss. Ich prüfe den Laternenpfahl. Alles okay. Auch kleine Lecks in den Gasleitungen sind ein Problem. Das ist ein Gastester. Wir wollen sicher sein, dass sich kein Gas im Schacht angesammelt hat und prüfen die Luft, bevor wir den Deckel öffnen. Wenn es ein Problem gibt, ertönt ein Alarmton. Ready, big guy? You got a bite? Let's go. From the knees. Wir kriegen viel Dreck zu sehen. Manchmal sind die Bedingungen miserabel, aber man gewöhnt sich dran. Es gibt Ratten, Riesen, Küchenschaben, Moskitos. Man darf nicht zimperlich sein. Over.
Wir öffnen die jetzt und bereiten die Enden zum Verbinden vor. Die Speiseleitungen sind dick und müssen von Kammer zu Kammer verbunden werden. Eine heikle Arbeit, die nur von Hand erledigt werden kann.